Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Wie versprochen kommt ihr noch das umfangreiche Casino-Geld-Tutorial. Ich werde euch hier alle Casino-Glücksspiele im Detail erklären und zeige euch zu jedem einzelnen Glücksspiel, welche Tricks ihr da anwenden könnt, welche Geldtricks, um da möglichst viel Kohle rauszubekommen, beziehungsweise so, dass ihr schön im Plus seid. Und zusätzlich zeige ich euch noch den zurzeit besten Geldtrick, den es zurzeit mit dem Casino gibt. Da könnt ihr innerhalb von einer Stunde bis zu 2 Millionen GTA-Dollar beziehungsweise Casino-Chips verdienen. No joke, funktioniert komplett solo, ihr braucht da keinen Kumpel für. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Kassenbereich, weil da wollte ich nochmal eben was erklären. By the way, im Casino meistens in der Ego-Sicht rumlaufen, seid ihr einfach schneller unterwegs. Hier beim Kassenbereich nochmal kurz was zum Thema Char-Cards und Jetonkäufe. Hier steht ja, Jetonkäufe sind mit Cash-Cards nicht möglich. Also ihr könnt hier mit Cash-Cards keine Casino-Chips kaufen. Bedeutet nichts anderes als, nehmt mal an, ihr seid jetzt komplett pleite, habt 0 Dollar und kauft euch jetzt so eine 8 Millionen GTA-Dollar Char-Card von Amazon, die ihr für 75 Euro, bucht es hier auf euer GTA-Charakterkonto und wollt mit diesen 8 Millionen GTA-Dollars jetzt Casino-Chips kaufen. Das geht nicht, das Spiel erkennt, dass dieses Geld mit Char-Cards gekauft wurde und dann kommt da eine Fehlermeldung. Ihr könnt in Deutschland nur mit im Spiel verdientem Geld, mit im Spiel verdienten GTA-Dollars, Jetons bzw. Casino-Chips kaufen. Nur mal so zur Info. Übrigens, Casino-Chips könnt ihr 20.000 kaufen als normales Mitglied und als VIP-Mitglied 50.000. Alle 48 Minuten habe ich jetzt einmal 50.000 zum Beispiel gekauft, kann ich innerhalb der nächsten 48 Real-Life-Minuten wieder Casino-Chips kaufen. Kommen wir jetzt erstmal zum ersten Glücksspiel, nämlich dem Glücksrad. Das Glücksrad ist meiner Meinung nach die schlechteste Möglichkeit, um im Casino Geld zu verdienen. Ganz einfach, weil ihr könnt hier nur einmal pro Tag was gewinnen, also alle 24 Real-Life-Stunden könnt ihr das Glücksrad spinnen und etwas gewinnen. Bei den Spins gibt es einen kleinen Unterschied. Ihr könnt nämlich unendlich Versuche bekommen, ganz einfach mit einem ganz einfachen Trick. Ich werde es gleich mal machen. Nehmen wir mal an, ihr wollt jetzt unbedingt das verdammte Auto haben, was dort auf dem Podium steht, was da einmal pro Woche immer wechselt. Jetzt ist ja der True Fate Thrax. Dann gibt es hier eine ganz einfache Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel das Casino-Rad spinnt, das Glücksrad meine ich spinnt, dann schaut ihr einfach, wo könnte das jetzt landen. Ihr seht ja ungefähr immer schon, auf welchem Feld das dann landet. Und wenn ihr merkt, verdammt, das landet jetzt definitiv nicht auf dem Autofeld, dann macht ihr ganz einfach Folgendes. Ihr geht einfach ins PSN-Menü, auf Anwendung schließen und schließt die Anwendung, startet, geht ja neu, dann habt ihr gleich wieder einen Versuch. Mal schauen, wo es landet. Ich halte mich schon mal bereit. PSN-Taste, Daumen auf der PSN-Taste. Ich glaube, es landet nicht auf dem Auto, oder? Nein, definitiv nicht. Anwendung schließen und GTA neu starten. Wenn ihr jetzt hier im Story-Modus angekommen seid, auf keinen Fall hier auf Losgehen, weil dann kommt hier eine öffentliche Sitzung. Das dauert meist immer viel zu lang, bis ihr das spawnt. Von daher, Sitzung nur für Spieler mit Einladung, geht auf jeden Fall deutlich schneller. Seid ihr deutlich schneller wieder am Glücksrad. Hoffentlich kriege ich jetzt das Auto zum zweiten Mal. Ich will es einfach nochmal probieren. Wenn ich es jetzt verkacke, habe ich halt Pech. Dann starte ich jetzt nicht nochmal neu, dann gehen wir gleich zu den Automaten. So, ja, ist mir egal. Kriege ich Discount? Ja, ich kriege Discount. Bin echt mal gespannt. Auf was kriege ich Discount? Fahrzeugrabatt von 10%. Okay, schauen wir mal kurz. Inventar, dann Glücksradrabatte, Elites Travel. Ah ja, das waren so 50 Minuten circa. Was ihr bei den Glücksspielautomaten auf jeden Fall beachten solltet, das sind meiner Meinung nach zwei Dinge. Einmal geht an die Automaten, die den höchsten Jackpot abwerfen. Das wäre zum Beispiel einmal hier der Diamond mit 500.000 maximal. Und der hier, der Ägypter, nenne ich ihn einfach, mit 500.000 Chips oder halt GTA oder ich sage es einfach GTA oder So. Das Ding ist, wenn ihr euch jetzt ransetzt, habt ihr eine bestimmte Wette, ja, oder eine Bet, wie auch immer, setzen. 500, das ist die minimale Wette und das bedeutet, wenn ihr auf 500 spielt, 500 Dollar pro Umdrehung, dann könnt ihr hier einen Jackpot von maximal 500.000 rausholen. So, wenn ihr jetzt aber auf der maximalen Wette spielt, das ist eine Verfünffachung, 2500, könnt ihr hier einen maximalen Jackpot von 2,5 Millionen rausholen. Einmal aus dem Ägypter und dann da drüben beim Diamond. Verballer hier pro Real-Life-Tag, also alle 24 Stunden, rund 200.000 GTA-Dollar oder Chips. Und wenn ich die 200.000 verballert habe und nichts kommt, dann verschwinde ich hier. Wenn was kommt, was Großes, verschwinde ich hier auch. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, wie gesagt, auf maximalem Einsatz spielen und meiner Meinung nach, ich meine, ihr könnt es natürlich auch mit 100.000 machen. Ich zocke mal so mit 200.000. Nach diesem Limit dann verschwinden. Setzt euch irgendein Limit zwischen 100 und 200.000 und wenn das verbraucht ist, auf jeden Fall weg. Nicht Dauerzocken, ja, das wäre
Bullshit. Dann noch eine Sache, die mir eingefallen ist, die ihr beachten solltet. Nehmt mal an, ihr zockt eine Weile und merkt, ja, jetzt kommt nichts. Und auf einmal spuckt der unverhältnismäßig viel Gewinne aus. Also auf einmal kommen übelst viel Gewinne. Mal 5000, mal 16, 20, keine Ahnung, 126. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Ja, also diese Jackpots steigern sich dann immer mehr, also diese Gewinne steigern sich immer mehr. Finde ich, ist es ein Zeichen, dass der Automat im Gewinnmodus ist und dann sollte man weiter zocken. Also nehmen wir mal an, ihr kriegt jetzt da um diese 3 Melonen und dann danach diese 3 Kirschen. Das steigert sich immer weiter. Dann ist wahrscheinlich die Chance relativ hoch, dass ihr dann die Glocken bekommt, dann die 777. Und ja, dann wird schon kritisch. Also dann würde ich schon sagen, lieber aussteigen. Weil wenn er so einen großen Jackpot gespuckt hat, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass er dann nochmal den ganz großen Jackpot spuckt. So, und wenn hier sowas passiert, würde ich sagen, einmal das abgeräumt, das abgeräumt, das abgeräumt hintereinander, dann ist die Chance wahrscheinlich relativ gering, dass ihr den fetten Jackpot knackt noch hinterher. Ich glaube, der fette Jackpot, der 2,5 Millionen oder halt 500.000 kommt, einfach so auf einmal. Zum Beispiel habe ich hier am 26. gezockt und die ganze Zeit gegambelt, keine Ahnung, 100.000 verbraten, 150.000 oder was das waren. Und ich hatte dann auf einmal 625.000 mit der 777. Und da gehe ich natürlich dann auch gleich vom Automaten weg, weil ich glaube nicht, dass dann auch nochmal der fette Jackpot kommt. Wir springen mal weiter zum nächsten Glücksspiel, was sich meiner Meinung nach noch mehr lohnt, wo ihr noch mehr Kohle mitmachen könnt. Und deswegen sind wir jetzt hier beim Roulette-Tisch angekommen. By the way, ich bin jetzt gerade bei den High-Limit-Tables, also bei den Tischen mit dem höchsten Einsatz, wo ich die höchste Wette setzen kann. Von 50.000 zumindest auf die Chancen, wo ich das Doppelte zurückbekomme. Nehmen wir mal an, ich kann jetzt hier auf Rot zum Beispiel 50.000 maximal setzen mit einmal und würde dann, wenn ich Rot treffe, 50.000 gewinnen, also bekomme 100.000 zurück und gewinne 50.000 halt so. 1 bis 18, alle Zahlen von 1 bis 18, even, alle gerade Zahlen, rot, ich glaube, erklärt sich von selber, schwarz, ungerade und alle Zahlen von 19 bis 36. Die Blöcke hier, da kriegt ihr das Dreifache zurück, wenn ihr das trefft, also hier diesen Block, diesen Block, diesen Block, wenn ihr genau hier drauf setzt. Und die Zahlen, das müssten 36-fache sein, natürlich haben die Zahlen die geringste Wahrscheinlichkeit, die zu treffen und ihr könnt auf die Zahlen maximal einmal pro Zahl 5.000 setzen oder auf einzelne Zahlen verteilt jeweils ein Tausender und das Ganze dann mal 5. Zeige ich euch gleich mal. Einfach so just for fun. Nur mal so zeigen. Okay, let's go. Nehmen wir an, ich habe hier 1.000. Mal hier drauf 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 und jetzt geht's nicht mehr. So. Oder ihr sagt, ich will ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit, setzt hier in die Mitte oder hier auf den Rand. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, um wie viel das vervielfacht wird, denn euer Gewinn. So, hier nochmal an den Rändern, übrigens nochmal verdreifacht. Und dann haben wir hier die 0 und die Doppel-Null, übrigens das amerikanische Roulette. Da habt ihr die Doppel-Null beim amerikanischen Roulette. Da ist der Bankvorteil natürlich noch ein bisschen höher. Die Bank sackt mehr Kohle ein, weil viele Leute natürlich nicht so oft auf die Null setzen. Und da ihr eine Doppel-Null habt, jo, ist natürlich, bedeutet es letztendlich noch mehr Geld für die Bank. Was ich mal mache, um beim Roulette ein bisschen Geld zu verdienen, beziehungsweise um zu spielen und die ganze Zeit im Plus zu bleiben, so leicht im Plus zu bleiben oder ja, ein bisschen Kohle zu machen, das ist der uralte Verdopplungstrick. Das heißt, ich setze irgendeine Summe, nehmen wir an 5.000, da kann ich 10.000, 20, 40, dreimal verdoppeln, das ist ganz okay. Kann natürlich auch mit einer kleineren Summe anfangen, 1.000 oder 2.000. Nehmen wir an, ich setze jetzt 5.000 auf Rot. Übrigens mit der 1 habt ihr oben die Zahlen 26, 0, 21. Da könnt ihr euch so ein bisschen vielleicht auch an den Wahrscheinlichkeiten orientieren. Wenn jetzt 4, 5 mal schwarz kam, ist es eventuell wahrscheinlicher oder wahrscheinlich, dass dann rot kommt. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Vielleicht kommt ja sogar rot. So, wenn jetzt nicht rot kommen sollte, habe ich natürlich verkackt, dann verdopple ich. Dann setze ich nochmal 10.000 auf rot, bis dann irgendwann rot kommt und dann werde ich auf schwarz setzen. So, ich habe verkackt. Es ist schwarz gekommen, das heißt, ich verdopple, weil ich will natürlich meinen Verlust wieder reinholen und noch Plus machen. Okay, das heißt, 10k auf Rot. Wieder verkackt, es ist schwarz gekommen, wieder verdoppeln. 20k auf Rot. Nice, Rot ist gekommen, mein Verlust ist wieder drin und ich bin im Plus. So, jetzt mache ich Folgendes, wenn die Zahl gekommen ist, wo ich die ganze Zeit drauf, also wenn die Farbe, meine ich, gekommen ist, wo ich die ganze Zeit drauf gewettet habe, dann fange ich wieder klein an mit 5.000, setze aber diesmal auf schwarz.
Also praktisch immer, wenn ich auf einer Farbe gewinne, springe ich zur anderen Farbe. Wenn ich auf Schwarz gewinne, springe ich wieder zu Rot. Wenn ich auf Rot gewinne, springe ich wieder auf Schwarz. Und so weiter. Ah jo, ihr könnt natürlich hier auch den Anwendung-Schließen-Trick machen. Zum Beispiel habt ihr jetzt eine Weile was gewonnen. Vielleicht seid ihr 50 oder 100.000 im Plus und auf einmal verliert ihr jetzt eine große Summe. Dann Anwendung-Schließen, geht ihr an Neustarten. Das Problem ist, das würde ich nicht mit Roulette die ganze Zeit machen, weil es dauert einfach viel zu lang beim Roulette, bis endlich mal die Kugel auf ein Feld fällt. Ja. Also es dauert fast eine Minute, bis mal endlich die Kugel irgendwo auf einer Farbe ist oder auf einer Zahl. Also Roulette, wie gesagt, dauert mir einfach viel zu lange. Da gibt es noch ein Game, was deutlich besser ist. Das Game, womit ihr am meisten Kohle in kürzester Zeit macht, das ist hier nicht Pferdewetten, wo ich hier gerade stehe. Ich habe jetzt einfach nur Pferdewetten als nächstes genommen, weil ich finde, es ist ein bisschen besser noch als Roulette. Ihr verdient hier noch ein bisschen mehr Kohle als mit Roulette, weil ihr hier mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten könnt, mit Quoten. 100 Rennen habe ich insgesamt gemacht und ich habe mir so 10er Blöcke mal aufgeschrieben. Rennen 1 bis 10 und habe dann mal daneben geschrieben, welches Pferd gewonnen hat und bin dann auf den Durchschnitt gekommen, dass das erste Pferd alle 10 Rennen 4 bis 5 Mal gewinnt, im Durchschnitt circa, es muss nicht immer so sein. Das zweite Pferd alle 3 bis 4 Rennen, das dritte Pferd alle 1 bis 2 Rennen, das vierte maximal ein Rennen pro 10 Rennen gewinnt es und das fünfte maximal auch ein Rennen von 10 oder 1 von 20 und das sechste, wie gesagt, so 30, 40 Rennen einmal, extrem selten. So, und mit diesen Wahrscheinlichkeiten könnt ihr jetzt halt arbeiten. Von daher, nehmt euch auf jeden Fall einen Block und einen Stift und schreibt dann halt immer so 10er Blöcke an 10 Rennen auf und schreibt daneben auf, welches Pferd jetzt in welchem Rennen gewonnen hat. Und danach könnt ihr ausschließen. Zum Beispiel, wenn jetzt schon 4, 5 Mal die 1 gekommen ist, dann könnt ihr damit abschätzen, dass jetzt wahrscheinlich die 2 oder die 3 kommen müsste. So in der Richtung, ja. Und so mache ich es auch. Wenn ich jetzt reingehe, dann gehe ich zum Beispiel jetzt hier erstmal, also wie jetzt gerade, ich gehe jetzt gerade an den PC heran, gehe erstmal auf die 2. Weil, ich meine, das gewinnt nicht so häufig wie die 1, aber die Auszahlung ist auch besser als bei der 1. Gut, hier gerade nicht, aber jedenfalls nehme ich erst einmal die 2 und mache weiter platzieren. Let's go. So, 2 hat gepusht, hat gewonnen. So, jetzt schreibe ich mir auf. Neben Rennen 1 hat die 2 gewonnen. Schreibe ich so hin. Okay, nice. 40k, ich habe 30k plus gemacht. Erneut spielen, Wette platzieren. Schauen wir mal. Das ist eine gute Quote. 1-1er Quote gewinnt fast jedes Rennen. Fast. Nicht immer, aber ist so gut wie sicher. Schauen wir mal. Alles auf die 1. Okay. Okay. 2 hat wieder gewonnen. Schade. Darum habe ich gesagt, nicht immer. 1-1er Quote muss nicht heißen, dass es immer gewinnt. Okay, das ist interessant. Schon zweimal die 2. Jetzt wird es langsam unwahrscheinlich, dass jetzt nochmal die 2 kommt. Von daher setze ich jetzt auf die 1. Jo, 1 gewonnen. Schreibe ich, nehme das dritte Rennen die 1 hin. Jo, und immer so weiter. Also wie gesagt, nehmt euch einen Block und einen Stift und schreibt das auf. Und lernt dann mit den Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Welches Pferd kam schon relativ oft? Welches könnte jetzt noch kommen? Deswegen, weil ja die Wahrscheinlichkeit das eben ausschließt, dass jetzt wieder dasselbe Pferd kommt. Ja. Und arbeitet auch mit den Wettquoten. Ich finde, wenn man mit der Zeit so langsam so ein Gefühl für die Strategie entwickelt, dann klappt es relativ gut. Aber ich sag mal, es ist immer noch ziemlich schlecht, um damit wirklich Geld zu verdienen. Es ist eher so ein Spaßspiel, um ja so ein bisschen im Plus zu bleiben. Das Casino-Game, was ich auf jeden Fall deutlich besser als Pferdewetten finde, ist ja 3-Card-Poker. Immer noch nicht das Beste, aber auf jeden Fall meiner Meinung nach das Zweitbeste. Mal kurz ransetzen an 3-Card-Poker, euch das Ganze mal ein bisschen erklären. Das System erstmal und dann wie ich spiele. Ihr könnt natürlich auch wieder Anwendung-Schließen-Trick machen, aber es dauert ja auch wieder viel zu lange, genauso wie bei Roulette. Na, ist mir zu nervig. Jedenfalls, ihr habt hier einmal ein Anti-Feld und ein Pair-Plus-Feld und ein Play-Feld. Drei Wetten. Das Anti-Feld und das Pair-Plus-Feld, eins von den beiden müsst ihr wetten. So, zum Beispiel setze ich jetzt mal auf die Anti, zum Beispiel 5k. Ja, 5000, ich fange relativ klein an. Maximal könnt ihr 50.000 setzen. Bin ja übrigens wieder bei den High-Limit-Tables, bei den Tischen mit dem höchsten Einsatz. Könnt natürlich auch mit 1.000 anfangen und 2.000, dass ihr noch mehr Luft habt zum Verdoppeln zum Beispiel. Ja, ich mache jetzt einfach mal 5.000 auf Anti. Die Per-Plus-Wette ist so eine Art Bonus-Wette. Da gibt es nicht viel zu holen. Per-Plus-Wette könnt ihr maximal 5.000 setzen. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, weil ihr meistens nicht ein Pärchen bekommt. Meistens ist es relativ selten, dass ihr ein Pärchen bekommt, dass ihr diesen Per-Plus-Bonus bekommt. Von daher finde ich, Per-Plus ist so ziemliche Geldverschwendung. Also wie gesagt, Per-Plus ist der
Bonus, den ihr bekommt, zum Beispiel, wenn ihr ein Zweierpärchen habt, ein Dreierpärchen, also eine Dreierkarte und noch eine Dreierkarte oder eine Königkarte, noch eine Königkarte und so weiter. Okay, so, lehne ich ab mit Viereck. Und nachdem ihr eine von den beiden gesetzt habt, ich nehme eigentlich immer die Anti-Wette, teilt der Dealer die Karten aus. Es sind drei Karten wegen Three-Card-Poker. Er bekommt seine, ich bekomme meine. Und jetzt schaue ich mal mit L2 rein, was ich bekommen habe. Ziemliche Schmutzkarten. Hätte ich jetzt eine 5, 6, 7, dann wäre das eine Straße, dann wäre das ziemlich krass. Ich werde euch mal jetzt die einzelnen Blätter einblenden, was am besten ist. Am schlechtesten ist eine High-Card. Nehmen wir an, ihr habt jetzt einen Ass, das ist eine Karte. Und darüber kommt dann ein Zwilling, meinetwegen eine 2 und noch eine 2. Dann ein Drilling, zum Beispiel 3, 3, 3, das wäre 3 of a kind. Dann ein Flush und so weiter. Am besten nochmal hier erklären. Learning by doing, 2, 7, 9, ja. Croupier hat jetzt die 9 als höchste Karte. Ich habe relativ niedrige Karten gehabt. Und von daher gewinnt er. So, ich habe jetzt 5000 gesetzt. Das heißt, ich werde jetzt mal verdoppeln. Ich hätte jetzt auf jeden Fall die Karten sowieso weggeschmissen. Ist gerade die Zeit abgelaufen, weil ich erklärt habe, aber die Karten hätte ich sowieso weggeschmissen. Ich hätte jetzt nicht nochmal die Playwette gemacht. Playwette nur machen, nochmal kurz zur Erklärung. Playwette nur machen, wenn ihr mindestens auf der Hand eine Dame, eine 6 und eine 4 habt. Das ist so eine allgemeine 3-Card-Poker-Regel. Ja. Am besten, wie gesagt, eine Dame, eine 6, eine 4 auf der Hand oder alles, was darüber ist. Das ist relativ gut. Dann würde ich noch es riskieren, die Playwette zu machen. Wenn ihr safe spielen wollt, dann vielleicht eher dann setzen, wenn ihr einen Zwilling habt, also eine 2 und noch eine 2 oder ein König, Dame, noch eine Dame, sowas zum Beispiel, oder ein Drilling oder noch gut, ein Flush, sagen wir zum Beispiel Herzflush, erstes Herz, zweites Herz, drittes Herz, drei Herzen, sowas in der Richtung, oder auch ein Straight Flush, also eine Straße kombiniert mit einem Flush, also 2, 3, 4 und alles Herzkarten, sowas in der Richtung, ne? Okay, 10k auf die Ante, weil ich will ja meinen Verlust wieder reinholen und noch ein bisschen im Plus sein. Okay, per Plus-Wette lehne ich wieder ab. Und mal sehen, was der Dude mir gibt. Und übrigens, wenn der Dealer eine Dame hat, qualifiziert er sich zum Spielen. Ist alles ein bisschen viel, alles ein bisschen viel Regeln und so, aber warte mal sehen, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass der Dealer mal eine Dame hat. Ich habe richtig scheiß Karten. Ich habe einen Buben, 2 und 8. Die 8 als zweithöchste Karte ist ganz okay, aber ich bräuchte mindestens eine Dame, um jetzt hier noch weiter zocken zu können, von daher, oder ein König. Sind auf jeden Fall viel zu niedrige Karten, von daher bleibe ich erstmal dabei, ich setze jetzt nicht auf die Playwette. Das ist mir zu wack. Er hat ein Pärchen, er hat zweimal die 3, von daher gewinnt er. Easy, easy. Meine High Card kann er nichts anrichten gegen einen Zwilling. Auch wenn ich jetzt ein Ass hätte, hätte ich verkackt, ja. Ein Ass und eine gute zweite High-Card, ein Ass und ein König oder so, hätte der mich mit dem Zwilling geschlagen. Ja, also Zwilling schlägt High-Card, das ist halt das Ding. So, okay, ich habe 10k hatte ich ja gesetzt gehabt, setze ich mal 20k, verdoppeln auf Anti. Hoffe mal, dass ich ein paar gute Karten bekomme, Alter. Wahnsinn. Hat Rockstar Games eigentlich hier das Casino ein bisschen manipuliert? Kann das sein? Ach ja, per Pluswert ablehnen, vergessen. Ich hoffe mal nicht. So. Okay, mal schauen, was mir gegeben hat. Zeig mal her. Ein Ass, ein Buben und eine 4. Das ist eigentlich ganz nice. Ass und der Ass die höchste High Card. Bube war auch eine gute zweithöchste Karte. Ich glaube, ich riskiere es mal und spiele noch den Play-Einsatz. So, läuft das ab, dann legt die Karten hin und setzt nochmal 20k. Was hat er? Sieht gut aus, ich habe gewonnen. Nice. Weil er hatte nur einen Buben und ich hatte einen Ass und einen Buben. Ass und Bube ist natürlich höher als nur ein Bube und seine Scheißkarten da. Eine Dame, eine 9 und eine 6. Das ist eine gute Karte. Ich riskiere es einfach nochmal. Ich setze jetzt nochmal auf Play. Okay, alles klar. So, nochmal zur Erklärung. Wenn jetzt der Dealer eine Dame haben würde, dann würde er sich qualifizieren. Und nehmen wir an, ich würde dann gewinnen. Dann würde meine 5000 verdoppelt und meine anderen 5000 verdoppelt. Der Dealer keine Dame und würde verkacken, dann würde nur meine Ante verdoppelt werden. Sprich, hätte ich jetzt 10.000 gesetzt, dann hätte ich nur 5.000 plus gemacht. Hätte ich gewonnen und der Dealer hat eine Dame, dann hätte ich 10.000 plus gemacht.
Ja, muss man sich vielleicht nochmal durchlesen, müssen wir nochmal durchlesen oder so. Jedenfalls war das so im groben Three-Card-Poker erklärt. Wie gesagt, ich mach's mal so, ich verdoppel dann meistens immer, fange mit 5000 an, gehe dann weiter hoch, dass ich nicht so viel verkacke. Aber ich finde, so richtig zum Geld verdienen ist es auch nichts. Es ist schon ziemlich gut, aber es gibt noch eine viel bessere Möglichkeit, die beste Möglichkeit in GTA Online jetzt mit dem Casino-Update extrem viel Geld in der kürzesten Zeit zu verdienen, ohne Verluste zu machen. Und deswegen bin ich mal in mein Penthouse gegangen, nämlich zu meinem Blackjack-Dealer, weil das ist das Game, womit ihr das meiste Geld in der kürzesten Zeit machen könnt. Three-Card-Poker dauert mir auch viel zu lang, ihr macht im Durchschnitt, im Schnitt zu wenig Gewinn, als dass es sich da wirklich lohnt, mit dem Anwendungsschließen-Trick irgendwas zu reißen. Ja. Von daher mache ich das nur bei Blackjack. Und aus diesem Grund habe ich mir auch da oben diese 6,2 Millionen angehäuft. Ein bisschen ist durch die Automaten noch gekommen, aber sagen wir mal 5,5 Millionen circa durch Blackjack und das in circa 4 Stunden. Wenn es durchschnittlich läuft, macht ihr in einer Stunde circa 1 Million Chips oder 1 Million GTA-Dollar sind es ja auch. Wenn es richtig gut läuft, macht ihr in einer Stunde ja bis zu 2 Millionen GTA-Dollar. Wie das geht? Ich setze mich einfach hier ran an den Blackjack-Tisch. Ich mache sie gleich im Penthouse, einfach weil, wenn ich ja spawne, bin ich ja gleich im Apartment. Ich kann hier sofort an den Blackjack-Tisch, muss ich erst ins Casino runterrennen, an den Tisch da. Es dauert alles viel zu lang. Von daher immer im Apartment gleich an den, also im Penthouse gleich an den Blackjack-Tisch ransetzen. Und maximale Wette, Wettbetrag 50.000 und setzen. So, Blackjack, ihr müsst in die Nähe der 21 kommen. Dürft auch nicht drüber kommen. 19 ist sehr gut, halte ich. Ich nehme keine Karte weiter. Ich denke mal, Blackjack brauchen wir jetzt auch nicht so viel erklären. Das versteht sie eigentlich von selber. So, 100.000 gewonnen, beziehungsweise 50.000 gesetzt. Habe das Doppelte dazu bekommen. Habe 50.000 GTA-Dollar Gewinn gemacht. Und wenn ich Gewinn gemacht habe, mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt auf Stil, dann Accessoires, gehe auf, was weiß ich, zum Beispiel Maske ändern, gehe dann raus. Und guck mal jetzt unten rechts im Bildschirm, unten rechts, auf diese kleine Ladeschnecke, diese gelbe. Wenn die angezeigt wird, dann heißt es, dass das Game gespeichert hat. Weil das wollt ihr ja. Ihr wollt ja eure Gewinne speichern und eure Verluste vermeiden. Eure Verluste vermeidet ihr so, indem ihr einfach wieder auf Anwendung schließen geht, das Spiel schließt, wenn ihr jetzt einen Verlust macht. Okay, also, mein Gewinn wurde gespeichert von gerade eben. Merkt euch einfach meinen Kontostand. So, und jetzt wieder das gleiche Prinzip. Maximaleinsatz, Wettbetrag 50.000. Let's go. Eine 7. Eine 9. Und jetzt könnte ich verdoppeln. Das mache ich mal gerne. Wenn ich immer eine Zahl zwischen 9 und 14 habe. Maximal 14. Bei 15 wird schon kritisch. So, jetzt verdopple ich. Da setze ich sozusagen nochmal 50.000. Setze also 100.000. Kann 100.000 gewinnen. Let's go. Verdoppeln. Ist zwar manchmal ein bisschen riskant. Okay. Dealer hat gewonnen, bin raus. Wenn ihr das Spiel dann neu gestartet habt und dann wieder eine Einladungssitzung reinjoint, dann solltet ihr ja wieder in eurem Penthouse spawnen. Hier, Spawnpunkt, Casino Penthouse, wichtig. So, dann wieder an den Blackjack-Table rangehen und das gleiche nochmal machen. Let's go. Einsatz, wieder Höchstbetrag, 50.000. Was habe ich, einen 9? 19, halte ich. Das sieht gut aus. Keine Karte. Würde ich jetzt verdoppeln, wäre Quatsch. Und Haus Bust ist drüber. 25. Deswegen über die 21 gekommen. Wieder abspeichern, mein Gewinn. Auf Stil. Accessoires. Maske zum Beispiel. Könnt ihr was anderes nehmen, ist vollkommen egal. Irgendwas. So, kurz warten, dass es speichert. Schnauze. So. Speichert. Also bevor ihr mit den anderen Casino-Games versucht rumzuexperimentieren, vielleicht auch Geld verliert, würde ich lieber mir hier mit Blackjack erstmal einen Haufen Geld verdienen, erstmal anhäufen und dann rumexperimentieren. Dann versuchen zum Beispiel den Automaten-Jackpot zu knacken oder meinetwegen irgendein neues Auto zu kaufen damit mit der Kohle, weil ihr könnt ja die Chips umwandeln wieder in GTA-Dollar und so weiter. Let's go, mal sehen. Was kriegen wir denn? 4. Eine 11. Da will ich doch mal auf jeden Fall verdoppeln. Das ist absolute Oberehre. Nicht so ganz. 13. Dealer ist down. Und ich habe 200.000. Das war ziemlich lucky gerade. Weil ich dachte, ich kriege mit der Verdopplung vielleicht, naja, noch eine 10 oder so. Oder einen König.
Aber hey, hat geklappt mit einer 14. Geil, mit einer 14 Dealer geschlagen, alles klar. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ihr haut rein. Und ich bin raus.